Coole Rede. Aber bei dem ist leider zweimal die Kette rausgesprungen. Eigentlich sogar viermal. Viermal bei dir? Okay. Also bringen wir irgendwie so locker. Okay. Aber die anderen? Alles super. Alles gut. Alles gut. Die anderen fahren. Mega gut. Ich habe einen guten Tag mit deinen Likes. Aber sich schon auf dich verlassen. Und der E-Antrieb hat aber nicht funktioniert. Mein bekommt auch noch. Ich wollte gerade den noch mitnehmen, glaube ich. Ne? Ich hätte gerade keine Schüssel, ja. Oder das Fahrrad, was meinst du? Gut gebaut sind, vergiss es. So, halb acht. Rinder mit. Rinderhaft.
Und ich meine so, ja, vielleicht muss da, muss man, er meinte, er hat so ein, wie heißt das? Ein Zweitton, er zeigt Zweitton sind Steuern, wie das heißt. Und er meinte, das ist ja ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das durchgehend nutzbar ist. Und würde man das ja nicht machen. Ne? Also ich soll das mal checken, weil ich meine, so, erstmal muss ich über den Ämtern checken, wie über die Nutzungsvoraussetzungen sind, nicht, dass sie sagen, da können sie Geräte reinstellen, da können sie nicht wohnen oder so, nicht mal am Wochenende. Also immer der Zeit hat so zwei Stunden mit Steuer. Mal 50 Euro im Jahr oder so. Und man dachte, was daraus schließt er, dass man da auch komplett wohnen könnte. Weil da schon mal Leute gewohnt haben dann, ne? Ja, klar. Das ist schon so. Das ist schon mal gut. Und dann meinte er so, ey, nimm mir einfach einen Preis, kann über oder unter dem liegen, was ich bezahlt habe. Du bist der Einzige, dem ich das geben würde. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es wert ist. Grundstücke sind im Preis gestiegen. Ja, und dann meinte so, ja, das Ding ist ein bisschen. Also ich bin halt nicht so finanziell flexibel wie du. Für mich ist das so Kredit aufnehmen. Und für mich ist ehrlich gesagt auch nur der erste Schritt, zu sagen, wie viel gebe ich für das Haus. Also der relevante Schritt für mich ist zu sagen, wie viel muss ich in das Haus reinstellen. Und dann meinte er so, ja, aber du kannst ja erstmal Zimmer für Zimmer machen. Hätte ich jetzt ja auch gemacht. Erstmal so die Wände dicht machen, Parkett abschleifen, weil ich so. Ja, okay, die Leute sind nicht gerade wahr, die sind schon eigentlich. Man redet hier zwischen 80.000 und 120.000 Euro, um das Ding fertig zu machen. Ja, so, was? Nein, Mann, das glaube ich auf keinen Fall. Ich war ja auch im Architekten damals und der war auch so, nee, hier müssen hier und da in Weiden ausgetauscht werden. Fenster werden halt ein bisschen teurer. Dach ist noch gut. Ich weiß ja, aber unterm Dach ist ja, also das ist ja praktisch ein Zimmerdeckel, die ist ja weg oben in zwei Zimmern. Und das ist ja nur Holz und das Holz ist ja auch schön. Ja, aber das Haus ist nicht so. Also du hast ja überhaupt keine Ahnung, was da, du hast keine Ahnung, was da gemacht werden muss. So. Ja, eben, das ist ja mal so. Deswegen meine ich es ja, weißt du was? Jemand, den kann man nur was verkaufen. Exakt. Aber ich will nicht der, also ich bin tendenziell auch genauso wie die Ahnung, ich will aber nicht derjenige sein, der sich nochmal sowas verkaufen muss. Dann meinst du, ey, pass mal, ich check das mit dem Amt, ich mach das mit dem Vollmacht, schreibe zusammen, das unterschreibst du mir, dann gehe ich zum Amt, lass mir alles nennen, die Auflagen, Denkmalschutzauflagen, was da für Grundsteuern draufkommen, seit unsere bla bla bla. Und danach würde ich mich irgendwie, das kostet wahrscheinlich 1200 Euro oder so, so ein in der Hand nehmen und dann da so ein Gutachter hingehen. Der soll mir dann sagen, was das Grundstück und das Haus jetzt wert ist und was er denkt, was man mindestens reinstecken müsste, damit das Ding winterfest ist, sozusagen. Oder? Ja, natürlich. Dann denke ich mir so, ey, das Gutachten, wenn ich das Ding dann kaufen sollte, weil das für mich irgendwie kreditmäßig finanzierbar ist, dann kann ich. Dann rechnen wir es auf den Preis an und wenn ich es nicht kaufe, dann soll er mir das Gutachten Kohle wiedergeben, weil es dann irgendein Mann verkaufen und selbst dafür braucht er ein Gutachten. Also er braucht eigentlich in jedem Fall, wenn er es verticken will, ein Gutachten. Es sei denn, er verkauft es an jemanden, der hat genauso viel Kohle wie er. Der will es ja nicht verkaufen, hat er doch gesagt. Ja, er will das jetzt verkaufen. Und er meint, ich habe es jetzt an den Preis gestellt, wenn du das so haben willst, wenn du das haben willst, dann wirst du dich kümmern und was er denn her und so. Und ich habe auch keinen Bock, dass irgendjemand eigentlich kenne, sondern du wirst jetzt auf jeden Fall meine erste Wahl. Und das alte
jetzt auch nichts und dann checkt das alles aus, was du meinst. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass du die Geld einschickst. Ich hatte nur Budget machen, klar. Ja, was ist das denn? Ich bin nochmal gespannt. Machst du morgen? Wenn ich sparlose voll ist, dann machen wir das. Sparlose ist voll mit 1-2 Euro schicken. Aber hast du das gemietet oder so? Aber welche, welcher Ort? Welche Stadt? Köpfinsee. Okay. Aber glaubst du, das ist realistisch und kostet für einen Gutachter? Ich habe mal bei einem angerufen, die meinte so, ja, 200 Euro. Kennst du irgendjemanden? Ich kenne keinen. Nee? Nee. Also hast du auch keinen Kontakt, wo du sagen kannst, hier der Typ ist vertrauenswürdig. Ach, Quatsch. Schnacker. Hm? Gutachter, ja, nehmen Geld dafür, dass du dich was angucken willst. Ja, ist es auch, aber ich meine, ich bin halt auf sowas angewiesen, oder? Gutachter sind immer scheiße. Ja, ja, der Typ kann natürlich auch sagen, das ist mehr wert als 50.000 Euro. Wie, als 55.000 Euro bezahlt man? Er hat bezahlt. 55 bezahlt. Da hat er ja gesagt, dass er hat gesagt, Grundstücke sind ja gestiegen. Der war ja keine Ahnung, ob es gestiegen ist, jetzt oder gefallen. Das kann man nicht gedacht, dass er sagen, dass er sagt. Ich kann es nicht für dich einfach sagen, ich kann es dir sagen, was auch.